Frau Eiri ist der Vater und die Mutter ist ja vom Quillerhof. Vorgestellt von Marvin Heinze und seinem Team. Und da sind sie schon. Viel Erfolg für euch. Na, Loki zeigt uns hier schon mal Tölt-Ansätze an der Hand. Sehr viel Elastizität im Trab, müheloses, kurzes Wechseln in den Tölt. Und hier sehen wir ihn im leichtfüßigen, ebenfalls im leichtfüßigen Galopp, mal im Kurzgalopp. Eine sehr, sehr lockere, bewegliche Schulter. Rücken manchmal etwas festgehalten. Und sehr, sehr viel Energie und Freude am Laufen sehen wir hier. Aber manchmal wird er etwas lose in der Hinterhand. Nochmal auch. Sehr ausdrucksvoller Trab, ein sehr bewegliches, geschmeidiges Pferd. Ah, der hat halt auch sehr viel Tölt und kann sich manchmal nicht so recht zwischen Tölt und Trab entscheiden. Und dann wechselt er eigentlich immer nach einer kurzen, relativ kurzen Strecke die Gangart. Präsentiert sich hier auch mit guter Aktion. Vielen Dank, dann kann Loki wieder eingefangen werden. Uns ganz schnell in den Moment und reichen die Noten für Grimnir noch nach. Er erhält fürs Exterieur die 7,98, für das Interieur die 8,15, für die Gänge die 7,86, macht gesamt 7,95. Jetzt geben wir mal noch ein bisschen Zeit für mehr Schritt, weil er im Moment ja eigentlich gar keinen Schritt zeigen möchte. Auf jeden Fall sehen wir sehr klaren Viertakt. Es ist eben auch besonders aufregend und nicht einfach, Schritt auf Abruf zu zeigen. Bleibt so etwas ungeregelt und von der Tendenz her eher etwas kurz im Schritt. So, vielen Dank. Aufgestellt werden.
So ein altersgerecht entwickelter Junghengst im Stand mit recht gutem Körperschwerpunkt. Und auch im Stand kann er sich gut aufrichten. Manchmal hat man ja fast den Eindruck gehabt, hat er etwas viel Aufrichtung heute gehabt im Gang. Oder der Kopf ist trocken genug. Das Auge könnte etwas größer sein. Der Hals hat eine gut mittlere Länge. Und einen mittleren Ansatz. Noch einen mittleren Ansatz kann sich aber gut aufrichten. Und ist von der Beschaffenheit her in Ordnung mit guter Oberhalslinie ausgestattet. Die Schulter ist eher lang und gut mittelschräg. So, der Rücken ist von der Beschaffenheit her gut und auch eine von der Länge her auf jeden Fall gut. Im Moment steht er natürlich immer etwas so nach hinten rausgestellt mit der Hinterhand. So, die Gruppe hat eine ordentliche Länge und auch eine gut mittlere Winkelung. Und die Rumpfform sieht zylindrisch aus, recht gut in der Oberlinie insgesamt. Ein recht ordentliches Fundament und Hufe stehen.
starke Hornqualität auf jeden Fall und recht regelmäßig in der Form. So, dann können wir mit der Stellung fortfahren. Etwas ziehen weit in der Stellung der Vorhand. Hinten weitgehend korrekt, auf jeden Fall im Trab, vielleicht nochmal von uns weg, bitte den Lunki führen. Ja. Da wird sich noch ein bisschen beraten und die Noten werden eingegeben. Ich sage erstmal schon mal Danke für die Vorstellung an Marvin Heinze und sein Team von Loki vom Quillerhof.